Hallo und herzlich willkommen bei Veggie Leo. Heute stelle ich euch was ganz Tolles vor. Und zwar ist das eine vegane Käsesoße. Eigentlich ein Rezept für Käsefondue. Aber ist sehr vielseitig einsetzbar. Ich erzähle es gleich zwischendurch immer nochmal wieder. Also als erstes habe ich Cashewkerne natürlich wieder in den Thermomix eingefüllt. Und die habe ich dann erstmal zu Cashewmehl gemahlen. Das ist jetzt also die Basis. Alleine so Cashewkerne nutze ich ja sehr oft, auch als Cashewsahne, weil die doch von Natur aus schon so einen leicht käsigen Geschmack haben. Also ich finde, das ist immer eine super Basis. So, wenn das dann gemahlen ist, dann kommen dann noch die restlichen Gewürze und Zutaten hinzu. Das sind dann 2 Teelöffel Gemüsebrühe oder 3, müsst ihr dann mal gucken, wie stark die gewürzt ist und welchen Geschmack ihr da so habt. Dann kommen da 2 Teelöffel Stärke hinzu, laut Rezept Maisstärke. Ich hatte jetzt, glaube ich, Kartoffelstärke und dann Kräutersalz, da habe ich auch 2 Teelöffel genommen. Aber wie immer schreibe ich nochmal alle Zutaten unter das Video. Dann kommt Zwiebelpulver da rein. Ich glaube, das waren jetzt auch 2 Teelöffel. Und dann Knoblauchpulver. Mein Pulver ist alle gewesen und da habe ich jetzt so aus einer Knoblauchmühle das Knoblauch da rein gemahlen. Aber das sind auch so 2 Teelöffel. Und dann süßes, also Paprika-Edelsüßpulver. Und da das jetzt so, wie ihr seht, 3 Teelöffel seid, hat die ganze Soße hinterher natürlich auch eine etwas rötliche Farbe. Aber wen das nicht stört, also geschmacklich richtig lecker. Dann kommt Wasser hinzu. Und dann wird das Ganze 10 Minuten lang auf 100 Grad, Stufe 2 oder sowas habe ich eingestellt, gekocht. Und durch den Kochvorgang dickt das dann auch halt so ein bisschen ein. Also die Cashewkerne an sich, wenn man so eine Cashewsahne macht, die dickt dann schon, wenn die gekocht wird. Und dann sind da auch noch 2 Teelöffel Stärke drin. Die verdicken das Ganze natürlich dann auch nochmal. So sieht dann jetzt diese Soße aus. Und dann habe ich die einfach mal so in ein Glas gefüllt. So wäre jetzt praktisch die Grundlage für ein Käsefondue. Natürlich könnte man jetzt auch noch sehr gut Weißwein da reingeben. Das ist ja bei Käsefondue oft der Fall. Dann würde ich natürlich das Wasser reduzieren. Also ich habe das jetzt mal probiert, so mit einem Stückchen Brot direkt aus dem Topf. Und allein das war schon sehr lecker. Wenn man das Ganze jetzt noch etwas käsiger haben möchte, kann man natürlich auch noch Hefeflocken mit reingeben. So, ich habe jetzt diese Soße dann verwendet für Raclette und habe das zum Überbacken genommen. Das hat super funktioniert. Ich habe dann heute Mittag Spaghetti mit dieser Soße gegessen und man kann es auch als Brotaufstrich wie so eine Art Schmelzkäse benutzen. Also sehr vielseitig. Probiert es mal aus. Sagt mir, wie es euch geschmeckt hat. Danke fürs Zusehen und viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.